ihr in die Bredouille bringt. Das heißt, die können ihre Ungleichheit dann nur durch Schulden aufnehmen, finanzieren, die sie dann nicht zurückzahlen können. Ja? Also es ist einfach, die Gleichheit schafft, beseitigt kein Problem, die gleiche Währung in dem Fall, sondern sie schafft welche, weil dahinter steht die Produktivität und Kaufkraft. Und von daher ist dieses eben gescheitert. Wer gehört für Sie zum deutschen Volk? Also dazu zu gehören heißt auf jeden Fall, über den jetzigen Augenblick hinaus in die Vergangenheit zu gucken und da auch zu sehen, dass da nicht alles zwanghaft und nicht alles schlecht war, sondern dass da Lehren zu ziehen gilt, die teilweise abweichen von dem, was wir heute anwenden können. Die Generation bitte. Ab wann hat meine Familie und meine Vorahnung genug deutsche Geschichte erlebt, dass sie sagen, also, Eigentlich reicht da schon, wenn man selbst rechtzeitig reinkommt und das eine oder andere mitbekommt. Es reicht eigentlich schon einer. Es reicht eine Generation, die übergreifend ihre Erfahrung weitergeben kann, dass zweite von der Sache schon abgeschlossen ist. Je mehr, desto besser. Ich bin ja erstaunt, dass die AfD es heute schafft, über 100 Jahre Rechtstheorie zu relativieren, weil das Ganze da zu einem Staat gehört, das Staatsvolk, Staatsrecht und Staatszivil. Staatsvolk, das kann sich der Staat selber bestimmen, wer wann wie zum Volk gehört. Und wenn Sie, also das ist meine Meinung, das ist, glaube ich, kann ich relativ frei sagen, das ist die Meinung der CDU, wenn Sie einen Pass haben, dann sind Sie Deutsche. Und es ist scheißegal, wie lange Sie hier sind oder wie lange Sie noch hier bleiben wollen. Wenn sich jemand in die Gesellschaft einbringt, ja, ist mir scheißegal, was die Person für einen Pass hat, wo die herkommt oder was auch immer, ja, dann geht es um das Zusammenleben hier und dann müssen wir es zusammen packen. Und wenn irgendjemand von ganz woanders auf der Welt kommt und sich über so einer Scheiße geht, die vor Krieg fliegt oder sonst irgendwas, dann ist es unsere verdammte Verantwortung als Gesellschaft, auch egal, wer wir sind, denen zu helfen. Ja, und ja. Was ist denn die Stellung der AfD zu gleichgeschlechtlicher Ehe? Weil man hört die ganze Zeit irgendwie, es ist was dagegen, man hört was dafür. Ich habe das Gefühl, die AfD kann sich nicht entscheiden. Ich bin halt von der altmodischen Art, wie gesagt, gewisse Sachen, wir sind liberal, wir sind offen, aber das heißt nicht, dass wir alles Mögliche propagieren müssen und noch dazu in gleichem Maße. Ja. Es gibt ja eine regelrechte Konkurrenz der Abweichung. Aber ich mache es für Sie einfacher. Ist es für Sie okay, eine gleichgeschlechtliche Ehe zu haben, ja oder nein? Wenn wir jetzt nicht irgendwie vom Thema abkommen. Ja, die Ehe ist nicht dafür gemacht. Der traditionellen Ehe. Verdammt nochmal, wenn sich Leute lieben. Ja, ansonsten ist es auch zusammen machen, ist doch scheißegal, für wen sie sich halten oder wer sie sind. Ja, wer sich lieben, gehört zusammen. Dann wird man nicht zusammen. Was man vor Ort am besten und vor allem jetzt am schnellsten machen kann, und müssen noch mal vielleicht was sehen. Ja, jetzt hat man ja gesehen, dass die Chinesen jetzt diese Seidenstraße bauen möchten. Und auf einmal kommen dann die ganzen Politiker aus Europa und sagen, jetzt wollen wir auf einmal helfen. Gerade was Billighändchen angeht und so, dass wir dann auf irgendwelche Märkte schmeißen und dann die komplette Landwirtschaft, zumindest in den Bereichen, vor Ort kaputt machen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, ja, dass da irgendwie Leute keinen Job haben, Leute hungern, wie auch immer, keine Chancen für die Zukunft sehen. Und für die Bereiche müssen wir an die Agrarpolitik ran, an die Handelspolitik ran, allgemein an die Wirtschaftspolitik. Und da, wo Krieg herrscht, ist auch ganz klar, keine Waffenexporte in Krisengebiete und am besten ist mal eine europäische Lösung bei der Außenpolitik. Wir setzen uns auch dafür ein, dass es eine wirksame europäische Außenpolitik gibt. Die muss dann auch mit den anderen Ländern abgestimmt sein. Ich kann mich von meinen Parteimitgliedern, die Mistlabern, auch differenzieren. Das habe ich bei Axel Voss zum Beispiel gemacht. Ich stehe nicht für die Politik, ich stehe nicht für den Artikel 13, ich stehe nicht für den Urheber, für den Uploadfilter. Aber sie haben sich jetzt anscheinend, sie haben sich nicht distanziert von der Aussage, wenn sie so stimmt, ich kenne sie nicht. Aber es gibt genügend Parteimitglieder bei Ihnen, die genau solche Aussagen haben und sie distanzieren sich nie, sie schließen die Leute nicht aus ihrer Partei, sie lassen sie einfach immer wieder da drin. Das waren einfach nur ein paar Mitglieder, wir sind nicht so schlimm, wir sind nicht so rechts. Guckt mal, die anderen machen das genauso. Ich würde da gerne noch ergänzen, das ist nämlich das eine Gute, das die AfD in meinen Augen hat. Die ganzen Leute, die Anfang des Jahrtausends noch in der CDU-rassistischen Runde verbrannt haben, sind jetzt in die AfD gegangen. Jetzt haben wir eine Partei, die das sammelt und der Rest kann vernünftige Politik machen. Wir haben jetzt knapp 3 Stunden hier diskutiert. Das war eigentlich 2 geplant.
Erstmal auf jeden Fall an alle, die hier waren, ein riesengroßes Dankeschön. Das ist untergeht zum Schluss sagen, gerade an die, die wählen dürfen am Sonntag. Ihr seht, in einer Demokratie gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Und ich glaube, jeder, der wählen darf, sollte das auch tun. Denn es ist unsere Wahl und wir leben in einer Demokratie und darauf sollten wir stolz sein. Vielen Dank.